Dies ist ein Gedankenexperiment. Angenommen, Sie fahren in naher Zukunft in Ihrem selbstfahrenden Auto auf der Autobahn und sind von allen Seiten von anderen Fahrzeugen umgeben. Plötzlich fällt vom LKW vor Ihnen ein großer, schwerer Gegenstand. Ihr Auto kann einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Also muss es entscheiden, darauf zufahren und das Objekt rammen, nach links in einen SUV ausweichen oder nach rechts in ein Motorrad. Sollte es Ihre Sicherheit priorisieren, indem es Letzteres anfährt, die Gefahr für andere minimieren, indem es nicht ausweicht, selbst wenn dies einen Zusammenstoß und damit Ihren Tod bedeuten könnte, oder den Mittelweg wählen, indem es den SUV trifft, der die Insassen besser beschützt? Was sollte das selbstfahrende Auto tun? Wenn wir das eingezwängte Auto selbst im manuellen Modus fahren, würde es, egal wie wir reagierten, als genau dies verstanden werden. Eine Reaktion, keine bewusste Entscheidung. Es wäre eine instinktive Panikreaktion ohne Voraussicht oder Böswilligkeit. Aber würde das Auto so programmiert, dass es dasselbe Manöver ausführt, wenn es merkt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dann sähe dies eher nach vorsätzlicher Tötung aus. Bleiben wir fair. Selbstfahrende Autos sollten die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten drastisch reduzieren, indem menschliches Versagen beim Fahren verhindert wird. Es könnte auch viele weitere Vorteile geben. Weniger Stau, weniger schädliche Abgase und weniger unproduktive, stressige Fahrzeit. Aber Unfälle können und werden passieren und wenn es so ist, wird Ihr Ausgang vielleicht Monate oder Jahre im Voraus bestimmt werden. Und zwar von Programmierern oder Entscheidungsträgern, die schwierige Entscheidungen werden treffen müssen. Man mag versucht sein, grundsätzliche Entscheidungsprinzipien wie Schadensminimierung zu formulieren, doch selbst dies kann zu moralisch fragwürdigen Entscheidungen führen. Sagen wir mal, wir hätten die gleiche Ausgangssituation, aber jetzt ist links eine Rollerfahrerin mit Helm und rechts fährt jemand ohne Helm. Wen soll das Roboterauto rammen? Nimmt man die Fahrerin mit Helm, da sie eher überleben wird? Bestraft man dann aber nicht verantwortungsbewusste Fahrer? Nimmt man den Fahrer ohne Helm, da er verantwortungslos handelt? Dann stellt man sich über das ursprüngliche Schadensminimierungsprinzip und das Roboterauto übt Selbstjustiz. Die ethischen Erwägungen werden hier komplizierter. In beiden Szenarien fungiert das zugrunde liegende Konstrukt quasi als algorithmische Zielvorrichtung. Anders gesagt, favorisiert oder diskriminiert es systematisch bestimmte Objekte, die gerammt werden sollten. Und die Besitzer der Zielfahrzeuge werden die negativen Konsequenzen dieses Algorithmus tragen, und zwar ohne eigenes Verschulden. Unsere neuen Technologien bringen viele neuartige ethische Dilemmata mit sich. Hättest du etwa die Wahl zwischen einem Auto, das bei einem Unfall stets so viele Leben wie möglich retten würde, und einem Auto, das definitiv dich retten würde, welches würdest du kaufen? Was passiert, wenn Autos anfangen, ihre Insassen und die Details aus deren Leben zu analysieren und zu integrieren? Ist eine zufällige Entscheidung besser als eine vorgegebene mit dem Ziel der Schadensminimierung? Und wer sollte all diese Entscheidungen überhaupt treffen? Programmierer? Unternehmen? Regierungen? Unsere Gedankenexperimente werden zwar nicht unbedingt Realität, aber darum geht es nicht. Sie sollen unsere Moralvorstellungen ausloten und hinterfragen, wie wissenschaftliche Experimente über die physische Welt. Wenn wir diese moralischen Haarnadelkurven jetzt entdecken, können wir die unbekannten Straßen der Technologieethik bewältigen, was es uns ermöglicht, souverän und gewissenhaft in eine schöne neue Zukunft zu fahren. Lerne mit diesen Videos weiter und abonniere unseren Kanal. So verpasst du nie die Chance, etwas Neues zu lernen.